Lothar Leder, 1996, der erste Mann unter 8 Stunden auf der Triathlon-Langdistanz in Rot. Ich war dabei, habe nicht viel gesehen. Du warst ein paar Stunden vor mir. Am Wochenende war ich wieder dabei, habe genauso wenig gesehen. Eine neue Dimension im Triathlon-Sport, Magnus Dittleff. Ja, ich war dabei, habe viel gesehen, habe mir das alles angeguckt. Ganz toller Typ, sehr ruhiger Typ. Ich habe ihn auch schon öfters... Wie du damals, oder? Ja, war nicht so ruhig. Ich hatte keine Uhr, hatte eine Uhr gehabt. Ich habe ihn schon öfters gesehen im Lasanta trainieren. Ist sehr, sehr beeindruckend, wie er trainiert und auch was er für eine Ruhe hat und auch den Style, wie er das Rennen gemacht hat. Ganz cool von vorne und die Radzeit, die wird erstmal länger stehen bleiben, glaube ich. Und das ganze Setup von ihm ist halt unglaublich. Also es ist schwer, ihn so zu schlagen. Es ist eine halbe Stunde schneller, als du damals warst. Hat man manchmal das Gefühl, ich würde gerne mal so fit, wie ich damals war, mit dem Material von heute auf die Strecke gehen? Ja, aber das ist mühselig. Das war ja auch eine andere Strecke damals. Es gibt auch immer zwei. Wir sind im See geschwommen noch. Ja, damals aber schon auch im Kanal, im See. Und dann ist die Radstrecke auch immer ein bisschen anders in Rot. Die Kilometer stimmen auch nie. Jetzt war es ja auch weniger und das Laufen war ein Kilometer weniger. Es ist immer mühselig, das zu vergleichen, denke ich. Aber war trotzdem eine brutale Performance. Patrick Lange war ja in Top-Shape. Das hat man gesehen, der ist voll gegangen und es hat auch nicht gelangt. Also es war schon toll, das zu sehen. Und der Style halt finde ich mega. Da werden sich noch einige die Haare raufen und Zähne ausbeißen bei dem Mann aus Dänemark. Der ist ja noch jung, ja. Erwartest du da noch ganz gewaltige Sprünge oder ist das jetzt so, dass eher andere nachziehen und wir uns an Zeiten unter 7 Stunden 30 in enger Konstellation gewöhnen müssen? Ich glaube, das wird nachziehen. Die Leute werden sehen, dass es geht. Das war damals auch so. Luc van Lierde kam auch ein Jahr später, hat alles zusammengerissen. Das wird so weitergehen. Das wird die jungen Leute motivieren. Schade, dass aus Deutschland kein Nachwuchs da ist. Das finde ich so extrem schade. Patrick wohnt ja jetzt auch schon in Österreich. Dass da nichts kommt, dass ein Junger nicht herkommt und das mal probieren will. Die warten immer ab, die warten, warten, warten. Das ist sehr schade. Warum sind es dann die Länder aus dem Norden, Dänemark, Norwegen, die auf einmal im Triathlon den Ton angeben? Weil die im Winter nicht zu Hause trainieren können. Die sind viel in der Sonne, trainieren viel in der Sonne. Einige machen auch Skilanglauf, aber ein Geheimnis ist dieses Training bei guten Bedingungen. Das denke ich so. 1996 ist jetzt 27 Jahre her. Was hat sich noch alles getan? Ja, das Material, vor allem beim Laufen. Die Schuhe sind brutal. Weißt du noch, was du für ein Modell hattest damals? Ja, Streak, Air Streak. Das war so ein Topseller bei Nike, der war damals saugeil. So ein Schuh wie jetzt wäre ich auch gern gelaufen. Ja, aber ist nicht. Und die Räder sind halt so geil geworden, so schnell. Das rollt halt schon nochmal ein bisschen besser, denke ich. Du warst damals wahrscheinlich auch mit 26 Zoll unterwegs? Ja, wir hatten damals aber auch schon das Beste, was es gab. Wir hatten auch schon SRM und alles. Wir sind auch schon mit Watt gefahren. Das hört sich immer so an, als hätten wir trainiert wie die Bauern. Das stimmt nicht. Also wir hatten seit 92 Wattmesser. Ich habe sehr viel mit Gefühl gemacht, aber auch im Training mit Wattmesser trainiert. Aber die Räder sind dann einfach schneller geworden. Damals haben wir Stahlrahmen noch gefahren. 26 Zoll, die Laufräder waren sauschwer. Keine Scheibe. Jetzt reden wir ja nicht nur über Material. Es hat sich ja auch in der ganzen Triathlon-Philosophie viel getan. Wie hast du damals trainiert und was beobachtest du, was heute trainiert wird? Ich glaube, die Unterschiede sind gar nicht so groß. Wir haben auch schon mit System trainiert. Wir haben ein bisschen mehr Volumen trainiert. Aber wenn du vorne sein willst, musst du auch Volumen trainieren. Ich glaube, dass die Jungen zu wenig trainieren. Denen geht es zu gut. Einige sind zu faul. Von den Deutschen. Liegt es daran, dass wir keinen Nachwuchs haben auf der Langdistanz? Ja, zu faul. Oder zu lange im Kadersystem. Jetzt, wenn du es zum Beispiel nicht schaffst in Saarbrücken, da würde ich sofort umschwenken auf Half Ironman und Ironman gehen, aber das trauen sich die Leute nicht, weil die zu sehr in dem Kadersystem drin sind. Wir brauchen das Kadersystem wegen der Olympiade, aber ich würde ein bisschen versuchen auszubrechen, was Neues zu machen. Man sieht ja, dass die Top-Leute auch auf Half Ironman gehen aus anderen Ländern, dass es funktioniert. Die Franzosen können beides und das ist ein großes Geheimnis, das auch mal zu wechseln, die Distanzen. Wir haben ja so ein paar Talente. Jan Stratmann, Mika Not war eben hier. Wir haben Frederik Funk. Die beharren irgendwie so auf der Mitteldistanz und trauen sich nicht wirklich auf die Langdistanz. Ist der Sprung da viel zu groß? Ist das zu früh für die? Wie siehst du es? Nein, das ist die Kohle. Die verdienen sehr, sehr gut auf Mitteldistanz. Die brauchen das nicht. Aber wenn du jetzt den Dänen angreifen willst, musst du Langstrecke machen. Du musst den irgendwie angreifen. Das finde ich schade, dass keiner kommt. Früher, wir wollten das unbedingt, den Jürgen Zeck angreifen. Es war schwer für uns, weil wir so jung waren. Ich habe auch 5, 6 Jahre gebraucht, um ihn das erste Mal zu schlagen in Rot. Und das müssten die jetzt auch machen. Aber das wird immer besser werden. Und für die Jungen wird es immer schwerer. Das finde ich so schade. Fehlt da so eine Rivalität wie damals so zwischen dir und Jürgen, wo dann auf einmal Hasenkisten in der Wechselzone aufgebaut wurden, damit niemand an der Sattelstütze des anderen rumschraubt? Ja, das war ja damals schon Rivalität, weil es gab zwei große Rennen in Europa und eins musstest du gewinnen, das war halt Rot. Und das war nicht nur der Jürgen, der Thomas Hellriegel, es waren einige da. Wir haben alle auf dem Top-Level trainiert
Und im Rennen war es sehr, sehr knapp. Und ich glaube aber, dass, wie soll ich sagen, dass die Sponsoren, denen geht es alle noch zu gut. Die müssen jetzt nicht in Rot starten. PTO macht es halt auch möglich, die verdienen gutes Geld. Und, aber ich würde gerne mal ein paar Jüngere auf der Langstrecke sehen. Das wäre spannend. Wir sehen ja nicht nur Männer auf der Langstrecke. Du warst der erste Mann unter 8 Stunden. Jetzt, Daniela Rief, 8 Stunden 8. Werden wir beide es noch erleben, dass deine Zeit von damals, von 1996, auch bei den Frauen fällt? Ja, ich glaube, bei den Frauen fällt die 8 Stunden. Bei Männern 7 Stunden, das wird nicht passieren. Aber ich habe die Dani Rief gesehen in der ersten Kurve. Das war ja Wahnsinn. Die von der Körperhaltung, von der Gestik, wie die da reingehackt hat nach dem Schwimmen. Ich habe gedacht, die will den Patrick Lange noch einholen. Also es war brutal. Und da siehst du schon an der Gestik, was sie vorhat an dem Tag. War sehr, sehr interessant. Und sie saß so ruhig auf dem Rad, war auch sehr beeindruckend. Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Vorstellung. Wir werden diese Vorstellung dieses Jahr getrennt erleben. Auf Hawaii für die Frauen, in Nizza für die Männer. Da geht es nicht um Rekorde. Aber siehst du da weiter die Tendenz, bei den Frauen vielleicht die etablierten Anna Haug, Daniela Rief und bei den Männern einer aus dem Norden, vielleicht aus einem anderen Land als beim letzten Mal? Wo jetzt? In Nizza bei der Weltmeisterschaft? Ich denke, Nizza wird sehr, sehr spannend. Ich sehe es sehr positiv für uns Europäer. Wir können dahin, wir müssen nicht viel investieren. Also ich rede es nicht so schlecht. Ich finde, Nizza hat so viel Historie. Es wird ein spannendes Rennen. Du musst gut bergab fahren können, was nicht alle können. Auch aus Deutschland nicht alle. Deswegen finde ich Nizza saugeil. Ich meine, die Quali in der Altersklasse wäre jetzt nicht so schwer. Wäre das was? Für mich? Ja, mit dem Andreas Niedrig da an den Start zu gehen? Nein, nein, nein. Der ist ja noch schön verbissen. Nee. Ich hab genug. Alles klar. Danke dir fürs Interview, Lothar Leder. Gut, ciao.